Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du sogenannte Lulsche Leitern mit einer Textverarbeitung erzeugen kannst, in dem Fall mit Word. Was Lulsche Leitern sind, habe ich in einem anderen Video schon erklärt, deswegen hier nur ganz kurz. Im Prinzip habe ich hier zwei Alphabetlisten, zwei ABC-Listen, die ich einander gegenüberstelle. Habe da Begriffe zu zwei verschiedenen Themen. Das erste wäre hier zum Beispiel von der Arbeitsteilung zur Gesellschaftspyramide, habe ich da ein paar Begriffe hineingeschrieben zu jedem. Oder zu ein paar Buchstaben immer einen Begriff gefunden oder mehrere wie hier und zum anderen Thema ebenfalls. Und bei der Lulschen Leiter geht es ja darum, dass ich von einem Thema der ABC-Liste zu einem anderen Thema hier Beziehungen finde. Ob das jetzt Gemeinsamkeiten, Unterschied, Analogien sind. Diese trage ich dann hier unten in diese dritte Tabelle hier ein. Da habe ich zum Beispiel in Thema 1 einen Begriff gefunden wie Hofstaat. Den verbinde ich jetzt hier zum Beispiel mit einem Begriff aus der zweiten Tabelle, Octavian, und trage dann hier in der rechten Seite dann ein, welche Übereinstimmung ich hier zwischen diesen beiden Dingen sehe, Begriffen sehe, ob es Unterschiede gibt oder ob es Analogien gibt. Und wie du so einen Arbeitsblatt machen kannst, zeige ich dir jetzt. Dazu gehe ich jetzt einmal hier in eine Textverarbeitung, in dem Fall Word hinein, und gehe hier auf Layout und stelle mir hier mal den Seitenrand so ein, dass er möglichst wenig Platz verloren geht. Gehe auf Seitenränder, gehe auf benutzerdefinierte Seitenränder und stelle hier überall 1,1 ein. Ich habe jetzt hier 1,1 eingestellt, klicke auf OK. Hier siehst du dieses umgedrehte P und ich gehe jetzt hier in die Rippen Start hinein und da siehst du, wenn ich hier draufklicke, verschwindet das. Das sind sogenannte Formatierungszeichen. Wenn ich hier Enter mache, erscheint jedes Mal so ein Zeichen. Wenn ich auf die Leertaste drücke, zum Beispiel solche einzelnen Punkte. Und das sollte man sich immer einstellen, um zu sehen, was man dann tatsächlich macht. Als erstes trage ich mir hier oben einmal eine Überschrift ein, ganz in die oberste Zeile. Jetzt habe ich mir oben dieses Thema eingetragen, Lulsche Leiter zum Thema so und so. Und wenn ich hier dann zum Beispiel etwas formatieren wollte, was die Textfarbe betrifft, markiere ich das Ganze hier. Dann erscheint mir schon noch etwas und dann könnte ich jetzt hier dann eine Farbe aussuchen. Oder du weißt es ja auch hier bei Startfläche Start, kann ich hier dann auch die Schrift dort ebenfalls dann, also die Schriftfarbe dann ebenfalls dann einstellen. Als nächstes möchte ich ja dann hier zwei Tabellen nebeneinander machen. Das mache ich dann mit sogenannten Spalten. Und dazu gehe ich aber zuerst einmal auf Layout und lege mir hier einen Umbruch fest. Und was für einen Umbruch möchte ich? Ich wähle mir hier mal den Umbruch fortlaufend aus. Aufpassen, hier steht der Cursor. Dann drücke ich ein paar Mal Enter, fahre ein bisschen herauf und wähle dann hier wieder einen Umbruch fortlaufend. Ja, Umbruch, Abschnittsumbruch fortlaufend. Und dann gehe ich dann hier hinein. Und hier hinein, in diesem Bereich hier, möchte ich dann, Tabelle dann einfügen. So, ich möchte jetzt in diesem Bereich hier zwei Spalten einfügen für meine beiden Tabellen. Ich markiere diesen Zwischenbereich hier, gehe auf Layout und wähle mir hier Spalten 2 ein. Also habe ich hier dann zwei Bereiche und da möchte ich jetzt dann hier eine Tabelle einfügen. Ich gehe jetzt hierher, also nicht ganz oben, sondern möchte ein bisschen Abstand lassen, dass ich oben ebenfalls habe und füge meine Tabelle ein. Gehe auf Einfügen, Tabelle. Gehe auf Tabelle einfügen, da möchte ich ja dann zwei Spalten haben. Zeilenanzahl soll 26 sein, so bis Alphabet. Klicke auf OK und merke, wie das Ganze hier mir so umgebrochen wird, weil diese eine Tabelle hier so weitergeht. Und hier möchte ich dann eine nächste Tabelle dann einfügen können. Da gehe ich dann wieder auf Layout. Gehe wieder auf Umbrüche, in dem Fall mache ich jetzt hier aber einen Spaltenumbruch. Ich klicke jetzt hierher und du siehst, dass hier diese Tabelle ist und da würde die nächste anfangen. Ich klicke jetzt hierher in diese zweite Zeile, soll ja auch in der zweiten Zeile die nächste Tabelle wieder anfangen. Du rätst es, ich gehe wieder auf Einfügen, Tabelle, gehe auf Tabelle einfügen, wähle wieder hier die Spaltenanzahl 2 und die Zeilenanzahl 26, klicke auf OK und habe hier auf gleicher Höhe dann diese Tabelle und da trage ich jetzt hier die Buchstaben ein. Ich habe jetzt die Buchstaben eingetragen, gehe jetzt dann da herein und wenn ich mit der Maus drüber fahre, bekomme ich jetzt einen Pfeil nach links und rechts angezeigt. Bei gedrückter linker Maustaste verschiebe ich das Ganze dann nach links, nehme ich diese Spalte, gedrückte linke Maustaste. Jetzt, wenn sich das verändert, jetzt drücke ich, schiebe das dann herüber und habe zumindest meine beiden ABC-Listen da oben schon eingestellt. Jetzt herunter da, unterhalb dieses Abschnittswechsels, füge ich dann die nächste Tabelle ein, du kannst dich erinnern, eine Tabelle mit drei Spalten. Klick wieder auf Einfügen, gehe auf Tabelle einfügen und wähle mir dann hier drei Spalten aus. Und vielleicht 10 Zeilen. Klick auf OK und habe diese Tabelle eingefügt und trage hier gleich die Überschriften ein.
Ich habe jetzt diese Überschriften eingetragen und passe jetzt hier wieder die Seite, die Breite der Spalte an. Ich fahre mit der Maus her, Mauszeiger verändert sich, ich gehe wieder daher, stelle es jetzt mal so ein, auf der rechten Seite ebenfalls. Ja, jetzt gedrückte linke Maustaste verschiebe ich das und so passt das schon ganz gut. Und wenn ich hier wieder bei der Ribbon Start hergehe und meine Formatierungszeichen ausblende, dann schaut es genauso aus, wie es sein soll. Und ich kann diese Lulsche Leiter schon verwenden. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder in einem nächsten Video.